Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest in Folge 172. So, es wird jetzt auch langsam dunkel. Ich hole mir nochmal eben diesen... Das finde ich ja nett, dass du mir gerade noch vor die Füße läufst. Ach nee, haben wir genug. Da haben wir drei, das heißt zwei noch sammeln. Na gut, wir können ja nicht doppelt. Das ist schade, wir können eigentlich nicht doppelt anlegen. Also, entweder wir frieren oder wir haben Rüstung. Aber beides zusammen gilt nicht. Nö. So, gefuttert haben wir. Es wird dunkel. Ich gehe mal schlafen, hänge aber eben nochmal den Ballast hier ab. Ja, Ballast in dem Sinne ist ja auch nicht. Und nee, ich plane jetzt nicht, wo jetzt die nächsten Stege hinkommen. Ich renne einfach mal hoch. Bei Pennen tun wir jetzt so, da kriegen wir wieder Energie. Ich hoffe mal, dass die Eingeborenen jetzt nicht so und so sehr auf die Pelle rücken, damit wir wenigstens schlafen können. Rein da. Spooky Tür. So. Vergessen wir, dass da noch so ein kleiner Flur ist, oder so ein Durchgang. Ja, ich bin schon geil mit den. Ja, ich mag diese Teile, diese Trockenständer. So, schnell schlafen. Ups. Ah, super. Das mag ich. So, Magen ist voll. Andererseits können wir natürlich auch hier nochmal einen neuen dann heißt es natürlich jetzt erstmal durchklotzen. Ne? Das heißt dann durchklotzen. Tja, was machen wir? Es muss eh gemacht werden. Es hört auf zu regnen. Dafür will ich dankbar sein. Und deswegen baue ich jetzt mal einen neuen Steg. Warte mal. Warte eben zu das Buch. Wenn wir erstmal von der Plattform zu dem Baum was bauen und dann darüber gehen, ist es dann nicht kürzer? Also ich weiß es nicht. Oder vielleicht dann von dem Baum zu dem Baum. Ich meine, klar, es ist auf jeden Fall eine längere Strecke. Jetzt sind wir jetzt hier gleich einen Steg hinbauen. Alter, leck mich doch fett. Naja, immerhin ist morgens. Aber ich habe keine Buses mehr, das ist natürlich auch schade. Wieso haben die was zu fressen? Ich dachte, wir haben hier oben alles weggeräumt. Fäll ich da nochmal durch. Das sehe ich schon kommen. Oh, meine Güte, da jetzt einen schönen Molli reinwerfen, könnte ich mal eine Bombe basteln. Feuerpfeil bringt aber glaube ich auch nicht. Heile habe ich auch kaum noch. Oh, wir mal wieder keine Sticks mehr. Oh, was fehlt doch immer. Mist. Nee, wir können jetzt irgendwie keine. Hört sich auch fies an. Keine Massenvernichtungswaffe bauen. Ja, ich würde zumindest gerne den mit dem Feuer irgendwie hier weg haben. Aber der ist jetzt auch weg. Den sehe ich jetzt nicht mehr. Was er nichts zu sagen hat, denn die eine Dame beim letzten Mal, die haben wir auch nicht gesehen und die war da. Plötzlich tauchte sie auf und umgarnte uns. Ach nee, das war gar nicht die, die uns umgarnt hat, das war ja die, die uns einfach nur ans Mett wollte. Wie ist das, wenn er von einer brennt, ob dann alle brennen? Ah, ich probier's mal. Nee. Oh. Okay, es reicht aus.
Ja, du sollst den Pfeil anzünden und nicht irgendwie ein Feuer machen. Was macht das hier nicht? Achso, der Pfeil war etwas buggy eben. Jetzt müsste es eigentlich dann gehen. Warum entzündet er den Pfeil jetzt nicht? Mann, Macker, ich will jetzt ein... Müssen wir jetzt vielleicht auf die Axt gehen? So, gehen wir auf die Axt, dann gehen wir auf den Bogen. Ja, ganz toll. Jetzt geht das auch nicht mehr. Es wird auch irgendwie nichts erspart. Bleib stehen. Warum wird der Bogen, der Pfeil jetzt nicht mehr entzündet? Ach, du schießt den Pfeil auch noch weg. Das wird natürlich wirklich ein bisschen knapp. Oh, sieben. Hm. Okay, jetzt werden wir vom Spiel erstmal gemobbt. Ganz klasse. Ja, ist das natürlich schön, wenn dieser Steg, der, wie gesagt, der Steg, der war halb fertig. Diese, ja. Ey, und dann so ein Scheiß, dass da irgendwie die Sache nicht gespeichert wurde. Ja, es ärgert mich im Nachhinein doch schon ein bisschen, weil hier oben jetzt auch eine ganze Menge Bäume deswegen fehlen, die natürlich dann nicht wieder da waren. Ja, es ist... Rohstoffe, die weg sind, sind weg. Ja, die Energie sinkt, unser Hunger, Hunger steigt und so, das ist doch... Wo geht's hier runter? Da geht's runter. Okay, theoretisch hätte ich jetzt auch runterspringen können, weil so tief ist es nicht. Und lauf. Komm ich da drauf? Nee. Ey, unser Schlitten. Cool. Ach genau, ich habe hier oben die Ecke dann fertig gemacht. Und dann... was? Nein! Alter, was ist das denn? Nein, ich habe Höhenangst. Nein. Alter. Das sieht aus wie Freefall. Vielleicht passiert was ganz Schlimmes. Hallo? Was passiert, wenn ich jetzt den Schlitten loslasse? Nein. Ich habe doch nicht gespeichert. Nein. Wir steigen immer noch. Ach, schon schön. Wie? Ach, schau mal da hinten. Das sieht dann aus, als wenn im hinteren Bereich, bei den Bergen, an dem Fuß, na, der Fuß ist ja auch nicht, der ist ja eigentlich mehr, der, na, weiß auch nicht, wie man es nennen soll, als wenn dann da irgendwann Laubbäume stehen. Das kann natürlich auch sein, dass jetzt momentan bloß die Textur der... Ach, und da sieht man die Kante. Bis wohin man auch dann laufen kann, wenn man mal unters Wasser darf. Und hinter den Bergen ist dann nachher definitiv Schluss. Also da ist absolute Grenze, wenn sie das Gebiet dann einfach mal öffnen. Aber viel Gebiet ist dann da auch nicht mehr offen. Ich würde mich ganz gerne mal umdrehen. Können wir laufen? Ah, ja, komm. Das ist ja... Guck mal, wir...
Können wir auch rückwärts gehen? Oh oh. Na, hallo? Okay. Okay, ich lass mich jetzt. Ich lass mich jetzt. Ich. Ah, lass mich. Ich. Au. Das war ein Spaß. Das hängt natürlich irgendwie. Okay. Es war wirklich so, wenn wir das Teil dann loslassen, Schlitten, dann fallen wir. Wir hatten da quasi so einen Heißluftballon. Cool. Der uns dann irgendwie hochgezogen hat. Abgefahrene Geschichte. Also, läuft hier alles? Ist das aufgenommen worden? Ist es aufgezeichnet worden? Regie, haben wir das? Unglaublich. Das glaubt uns kein Mensch. Okay. Hör auf zu schnacken. Jetzt kommen wir erstmal hier wieder irgendwie los. Genau. Und was bin ich froh, dass wir trotzdem noch diesen Bonus hatten. Das ist jetzt nicht so wahr, wie als wenn wir vom Hai erwischt werden. Dass wir dann, ja, ich sollte mal was essen. Jetzt guck ich mal ein bisschen. So, dann noch ein Energy Drink. Haben wir auch genug von. Medikamente haben wir genug da. So, wir sind wieder voll und ganz da. Wir sind hier bei dem. Achso. Wir sind bei dem Kollegen, der etwas matschig aus der Wäsche schaut. Und hier muss doch irgendwo ein Seil hängen. Weil das war doch sonst immer die Höhle, wo wir im Hauptdorf rauskamen. Was ist da hinten weiter? Ach, da ist es. Da ist es. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht festbacken. Und jetzt ab in die Hütte und speichern. Also. Oh, hoffentlich ist hier auch mal was geworden, ey. Das war ja so abgefahren. Gut, ich kann jetzt nicht sagen, wie ihr. Ach nö. Komm. Jetzt. Nein! Also ich bin momentan ein bisschen angespannt. Ich will das hier einfach überleben und speichern. Lass mich jetzt nicht wieder reinfallen. Alter, mach doch nicht so ein. Boah. Nicht los. Wir hängen. System sagt, wir hängen noch an Höhle. Wir nicht draußen. Wir an Höhle. Super. Okay, besteht also bloß die Möglichkeit, da versuchen noch irgendwie. Nee, wir kommen nicht raus. Das ist das Problem. Er. Wenn er oben aussteigt. Das Feuerknistern, das Rauschen, das ist jetzt wieder Höhle quasi. Und er schmiert ab. Okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als jetzt hier durch die Höhle zu laufen. Na gut. 5 minutes to go.
Mann, wo muss ich lang? Ja, komm, jetzt eidel hier nicht so rum. Bleib hier nicht irgendwo hängen, sondern geh einfach aus der Höhle raus. Gut, ich hoffe jetzt hier nur, hier jetzt nicht irgendwo durchzuglitschen, weil... Oder irgendwo festzubacken oder sonst irgendwas. Okay, das war jetzt mal dieser kleine Step, den wir mal hatten. Aber hier war, glaube ich, nichts. Da war hier irgendwas. Oder ist das jetzt ein neuer kleiner Step? Ich weiß nicht. Also ich probiere es mal auf jeden Fall. Ich probiere es noch mal mit dem Bogen. Nee, er entzündet den Bogen auch nicht mehr. Haben wir denn die Taschenlampe? Die Taschenlampe ist am Start. Wo das Taschenlampenlicht auch nicht so mag. Das wäre jetzt schön, wenn wir jetzt einen Ausgang hätten, der jagdgerecht ist. Also ohne Seil, sondern einfach nur rausgehen. Ohne Kannibalen, ohne Mutanten, ohne alles. Einfach nur raus. Bitte, bitte. Man kann ja trotzdem gucken, ob man hier irgendwas Brauchbares findet. Hm? Man muss ja auch nichts verschenken. Was? Danke. Warum die jetzt aus war, habe ich jetzt auch keinen Plan. Ich wollte gerade sagen, warum ich jetzt nicht laufen kann, habe ich auch keinen Plan. Warum wir jetzt überhaupt kein Licht mehr haben, habe ich überhaupt keinen Plan von. Ausgang. 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 Scheißegal wo, ich weiß wo wir, aber Ausgang. Hier, yeah. Puh, draußen. Puh. Und wir sind gar nicht so weit weg von zu Hause, das ist schon mal gut. Okay, jetzt muss ich hier rüber, den Berg hoch und... Mann, leck mich, da habe ich schon mal festgehangen. An dieser Stein-Holz-Kombination. Was für ein Albtraum. Also jetzt nicht so ein Grusel, sondern einfach ein... Geh rein. Oh, Alter, jetzt... Meine Fresse. So. Alter Schwede. Ging mir gerade die Düse. Also die ganze Zeit eben, seitdem wir da irgendwie diesen Schlitten angefasst haben und in die Luft geschossen wurden. Ich war stand dermaßen unter Strom. Eben wegen des Nicht-Speicherns und... Ja, ob die Aufnahme aufnimmt, das werde ich dann sehen. Und ich hoffe mal, dass es jetzt auch dann funktioniert, auch mit dem Rendern der Daten. Aber... was für ein... Overkill. Jetzt so vom...
auch wenn jetzt nicht so viel passiert ist, dass nicht großartig Action war, aber boah, also von der Anspannung her war es auf jeden Fall Hardcore. Also für mich war es spannend, auch diese ganze, die Welt mal von oben zu sehen. Abzustürzen, wirklich erst langsam runterzuschweben, dann wird es immer schneller. Also das, ja, war schon interessant. Dann die Sache mit der Höhle, dass wir laufend irgendwie wieder von diesem Seil abgerutscht sind, dass wir gar nicht richtig rausgestiegen sind. Das ist natürlich auch ein bisschen böse. Okay, doch mal einen Punkt mal wieder aufzuschreiben, zu notieren, mal in die Comments zu posten oder hinzuschicken. Ja, und jetzt ruhe ich mich mal ein bisschen aus und chill ein bisschen und dann mache ich mich an die dritte Folge. Bis dann. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und wir sehen uns dann, würde mich freuen, beim nächsten Mal wieder. Okay, bis dann. Habt noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Thank you.